Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen veganen Food Haul. Ich habe wieder einen Wocheneinkauf für euch. Wir waren gestern Abend bei Penny einkaufen und die Sachen zeige ich euch wie immer. Es geht los mit einer Ananas, die habt ihr schon im Thumbnail gesehen. Die war nämlich recht günstig, irgendwie so 1,80 Euro. Ihr seht den Preis ja. Und ja, für den Preis mussten wir eine mitnehmen, vor allem jetzt, wo es wieder so schön warm wird. Die werden wir dann einfach aufschneiden und entscheiden mit Stücke, wie auch immer, und einfach so dann an den warmen Tagen jetzt am Wochenende snacken. Freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Die ist jetzt nicht ganz, die ist jetzt nicht ganz roh, aber auch nicht ganz reif schon, sondern so halb und halb, also perfekt. Da waren nämlich auch zwei, die waren schon so richtig gelb, da ist aber leider auch schon der Saft rausgelaufen. Also die waren nicht mehr so genießbar. Und die anderen waren zu grün noch außen. Deswegen, ja, die hier ist perfekt. Die reift noch ein bisschen nach, die 2-3 Tage bis zum Wochenende. Und dann wird die angeschnitten. Freue ich mich schon drauf. Dann, ja, Spargelsaison ist ja. Deswegen durfte Spargel mit. Der war jetzt nicht so günstig wie die letzten Male. Ich hatte ja anfangs immer den griechischen Spargel mitgenommen. Der griechische Spargel ist natürlich sehr preiswert immer gewesen mit 3 Euro oder manchmal sogar nur 2,80 Euro. Hat auch super lecker geschmeckt. Seitdem es den deutschen Spargel gibt, das ist jetzt wieder der regionale, sind die Preise natürlich wieder höher. Auch der Discounter-Spargel hatten wir aber jetzt auch schon ein paar Mal für 3,50 oder 3,99 bekommen. Der, glaube ich, hat jetzt 4,99 gekostet pro 500 Gramm. Wir haben ihn jetzt trotzdem mitgenommen, weil die letzten 2 Wochen haben wir keinen Spargel mitgenommen, weil wir nämlich am Anfang so viel hatten mit dem griechischen und alles. Aber jetzt haben wir gesagt, gut, für 5 Euro nehmen wir nochmal mit. Aber dann das nächste Mal erst wieder, wenn er so 3,99 oder ein bisschen weniger kostet. Ja, genau, so. Dann habe ich zweimal, weil das gab es endlich wieder und wie gesagt, die Grillsaison geht ja los. Ja, zweimal Ketchup mitgenommen und zwar von Heinz, das Tomatenketchup mit 50% weniger Zucker. Die haben das nämlich nicht immer da und letztes Mal haben sie es auch wieder nicht da gehabt und jetzt gab es das, deswegen zwei mitgenommen. Ja, weil geht ja einiges drauf, wenn man grillt und einlädt und alles. Dann habe ich Weizenmehl wieder mitgenommen, und zwar das Bio-Weizenmehl von der Penny Eigenmarke Naturgut, und zwar Typ 550. Ja, hatte ich auch letztes Mal schon mitgenommen, aber das geht dann komplett drauf für das, was ich nämlich backe. Kommt bald ein Rezeptvideo. Und dann dachte ich mir noch gleich eins auf als Backup dann auf Reserve. Ja, Rapsöl dürfte auch wieder mit, das Bio-Rapsöl von der Penny Eigenmarke Naturgut. Ist recht günstig, finde ich, dafür, dass es dann auch noch Bio ist. Einen Dreierpack Paprika, rot-gelb oder rot-orange eher und grün. Tomaten habe ich mitgenommen. Zweimal, ja. Zweimal Tomaten, weil ich wahrscheinlich einen Tomatensalat am Wochenende machen werde. Wir bekommen nämlich vielleicht Besuch und werden dann so ein bisschen grillen. Da ist die Ananas dann auch perfekt. Zu zweit bekommt man die ja schlecht weg, so ein riesiges Stück. Und da mache ich dann wahrscheinlich Tomatensalat. Deswegen schon mal zwei Packungen. Dann, ja, zum Grill, Baguettebrötchen, die seht ihr ja oft. Nehme ich meistens diese länglichen mit, diesen Viererpack. Ansonsten gibt es sie auch im Sechserpack mit so kleinen Semmelchen. Außerdem durfte die Schaschliksoße wieder mit von Knorr. Ja, von Knorr. Die Schaschliksoße, die ist sehr, sehr lecker. Die ist natürlich auch vegan, wie die meisten Soßen. Und aber in vielen Soßen ist auch Honig drin, also nicht jede Soße ist vegan, vor allem in den Barbecue-Soßen. Ja, auf jeden Fall, die Schaschliksoße ist vegan und ich liebe die, vor allem natürlich für vegane Grillfleischersatzprodukte. Und aktuell stelle ich die selbst her. Also ich kaufe jetzt, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr keine Fleischersatzprodukte mehr zum Grillen zu kaufen, außer es geht nicht anders und die Zeit... ja, die Zeit ist zu knapp, aber ich habe jetzt mehr Rezepte ausprobiert und ich drehe auf jeden Fall für euch noch Rezepte ab für leckere Grillfleisch oder Spieße und so weiter mit Seitan, ja, aus Seitanfix. Und ja, zwei sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker und wird auf jeden Fall noch alles kommen. Dann Schalotten, ein Säckchen und rote Zwiebel. Sind das Bio? Nee, normale rote Zwiebel habe ich benötigt. Dann Physalis. Endlich gab es wieder
Physalis. Ich liebe Physalis und der Preis auch ja, super in Ordnung. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen schon mal, gab es die Physalis bei Penny. Da hat aber genau so ein Päckchen irgendwas mit 3 Euro gekostet. Also so ein kleines Päckchen, 3,49 Euro oder so. Ich konnte es kaum glauben. Und jetzt hat so ein Päckchen irgendwas mit knapp über nur 1 Euro gekostet. Und oh, die sind so lecker. Ich habe gestern noch 3 gegessen. Werde heute davon auch noch welche vernaschen. Ja, deswegen habe ich gleich 2 mitgenommen, weil das, also ich liebe die. Schreibt es mal in die Kommentare, liebt ihr die auch oder mögt ihr das nicht so? Ist das so leicht säuerlich? Ich liebe das ja und habe mich sehr gefreut, dass die jetzt so günstig waren. Dann Margarine-Dufte mit, habe ich 2 mitgenommen, ja, weil ich fast keine mehr habe, weil ich so viel jetzt gebacken habe. Deswegen Margarine 2. Dann von der Penny Eigenmarke Würz und Co. Ganz normal diesen scharfen Senf. Und zudem, den mag mein Lebensgefährte nämlich, diesen hier. Und ich habe lieber den hier, den mittelscharfen. Der schmeckt natürlich anders, dieser mittelscharfe hier von Tomi. Ja, von der Penny Eigenmarke gibt es nur den scharfen. Deswegen, ja, von Tomi dann den mittelscharfen mitgenommen. Außerdem durften Weintrauben mit, dieses Mal nicht der Mix. Es gab den Mix, aber die sahen nicht so lecker aus. Der Mix in Grün und Rot mit den kernlosen Trauben kam aus Indien. Und irgendwie hatte ich die jetzt schon mehrmals und schmecken nicht ganz so lecker. Ja, deswegen habe ich die jetzt mitgenommen, die sind aus Südafrika. Ja, auch vom Transportweg natürlich nicht sehr viel besser, aber die sahen besser aus, deswegen durften jetzt diese dunklen Kernlosen mit. Einmal Backpapierzuschnitte von der Penny Eigenmarke, da sind 30 Stück drinnen, habe ich auch wieder benötigt. Und zu guter Letzt, ja, zu guter Letzt 2 von der Penny Eigenmarke Naturgut, den Bio-Hartweizen-Couscous. Ja, gleich 2, weil ich den jetzt leer gemacht habe. Und den hier fülle ich mir gleich wieder in meinen Behälter ab. Genau, meinen Vorratsbehälter. Und der andere dann auf Reserve. Ja, ihr werdet nämlich jetzt auch wieder natürlich für die Grillsaison sehr viele Salate machen. Und ich verlinke euch gerne mal in der Infobox leckere Couscous-Salate. Habe ich schon sämtliche abgedreht. Vor kurzem erst wieder eine schöne sommerliche Variante. Findet ihr unten. Die ist... Unter anderem ist halt was Süßlicheres, muss man mögen, was Sommerliches, mit Datteln, mit Mandeln, mit Orangensaft, genauso mit Orangensaft als Dressing. Und das schmeckt wirklich himmlisch. Da sind auch grüne Bohnen drin, also eine sehr spezielle Mischung, aber das müsst ihr einfach ausprobieren, das ist wirklich super lecker. Verlinke ich euch unten und ich verlinke euch auch den anderen mit deftigeren, sag ich mal. Also keinen süßen, sondern ja, würzigeren halt eben. Wobei beide würzig sind, ja, jeder auf seine Art und Weise. Der andere ist mit veganem Feta dann. Ich verlinke euch mal die 2 und auch noch weitere Couscous-Salate. Ich habe schon mehrere abgedreht, schaut gerne vorbei. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, deswegen lasst mal gerne eins da. Und bis zum nächsten Mal.